Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die mit eurem Striker. Bei uns hier ist die erste Ernte durch. Die können wir jetzt auf jeden Fall schon mal ernten. Wie gesagt, Chrysanthemen und Goldrutenthemen müssen wir halt jetzt ein bisschen die Augen aufhalten, damit wir das hier noch anbauen können. Alles andere sollten wir aber dann dementsprechend haben. Dann müssen wir dann mal gucken, ob wir da die Eier noch abbauen können. Ich habe die Nacht über hier so ein bisschen was rumgebastelt. Das zeige ich euch gleich noch. Und dann gehen wir gleich los. So, sehr schön. Ein paar Eierchen. Ein paar ist gut, noch 45 Stück. So, wenn wir dann noch mal ganz kurz gucken. Hier ran. Und zwar brauchen wir jetzt 4 Mais. Pilze brauchen wir auch 4. Kartoffeln brauchen wir 5. Ich weiß, wir haben normalerweise eine Regel, aber die meint das jetzt einfach so. Mir gerade egal. 3 und Aloe Vera brauchen wir. Na, da sind wir fast durch. Aloe Vera, Chrysanthemen, ne? Chrysanthemen. So, jetzt müssten wir fast eigentlich von unseren Sachen hier fast überall. Sollte so einigermaßen passen, ne? So. Einmal Mais. Das soll ja kein Full-Lager werden. Ne? Das soll halt einfach nur sein, falls wir wirklich hier sind, dass wir alles das machen können, was wir halt dementsprechend brauchen. Was zu essen, was zu trinken haben. Und all so eine Geschichte. Ne? So, Pilze. Wie gesagt, die können wir zum Not auch irgendwo anders hinhauen. Falls ihr noch auf die Idee kommt, dass wir irgendwas anderes brauchen, ne? Dann, wie gesagt, wenn wir die Chrysanthemen noch rankriegen würden, wobei wir müssten, glaube ich, mal in unserem Samenlager gucken. Vielleicht haben wir da ja ein bisschen Goldrute drinnen, ne? Dann können wir hier Goldrute ransetzen. Meine Haut liegt genau auf meinem Fuß. Ach, mir fällt schon, ich schlafe gerade schon die Zehen ein, Leute. Ja, Bingo. Da haben wir doch 3 Stück. Dann pflanzen wir die eine, können wir da auch langsam züchten. So. 4 Mineralwasser halt, ne? Da laufen schon wieder die ersten Viecher, Alter. Ich zeig euch mal, was ich Schönes gebastelt habe die Nacht über. Ich hatte da eine kleine Idee. Mal gucken, ob das andere jetzt auch schon fertig ist. Der ein oder andere wird wahrscheinlich die Klappe schon gesehen haben. Hier kommt noch eine Chemiestation und eine Lampe. Gucken wir mal. So, dann können wir da den Honig reinpacken. Und hier packen wir dann Mais, Essen, Trinken und das packen wir hier rein. So. Dann müssen wir mal gucken, ob wir hier irgendwie noch eine zweite Box hinkriegen für Trinken oder so. Aber Leute, habe ich nicht gerade die Dings leer gemacht oder habe ich es auch mit drüber geschmissen schon? Na gut, egal. Auf jeden Fall kommt hier gerade noch eine Chemiestation und eine Lampe. So, und die Idee war halt dementsprechend einfach, dass ich hier unten nochmal Zementmischer, Werkbank, falls wir eine zweite brauchen. Und hier gucken wir mal eine zweite Chemiestation. Und hier unten sollen dann halt die Schmelzen. Ne? Das heißt, hier 3 Stück, das reicht völlig aus. Einmal für Stein, für sich, Blei und Dings zusammen. Und hier einfach Eisen. Und dann sollte das eigentlich passen. Oben die Schmelze, die ist schon am Ausbrennen. Da möchte ich alles raus haben. Dann können wir da auch den Schlafsack hinknallen. Dauert auch nicht mehr so lange. Dann ist das durch. Und
Dann knallen wir da den Schlafsack hin, dann haben wir da auch wieder Platz. Und dann ist das okay. Dann kommen wir damit klar, denke ich mal. So, im Großen und Ganzen, mehr habe ich die Nacht nicht gemacht. Genau, das hatten wir ja erledigt. Hier haben wir noch ein bisschen Money, hier haben wir zwei Schatzkarten. Und das lohnt sich halt noch nicht für eine Händlertour. Also, stopp, wir müssen von außen ran. Würde ich sagen, der Kollege hat erstmal Durst, habe ich gerade gesehen. Zack, zack, zack. Und yes. Und ne, das war's. Einmal Gas war. Ankommende Feinde. Ja, mache ich nicht. Oh Mann. So. Schön mit dem Bike übergemetzelt und dann darfst du trotzdem absteigen. Aber was haben meine Augen gerade gesehen? Irgendwo war. Ich hier nicht gerade irgendwo einen Hund stehen sehen, Leute. Gerade sowas dermaßen heftiges mit den Augen gehabt. Okay, dann habe ich was mit dem Augen gehabt. Ich habe echt gedacht, da stand eben gerade ein Hund, Leute. So, was wäre geil, was bräuchten wir noch? Wir bräuchten noch einmal so ein Ding und dann wären wir eigentlich ausrüstungsmäßig und lustig fast, ne? So, mehr was hatten wir schöne Aufgaben für uns. Befallene beseitigen. 165 Meter Bohrbahnfels. Ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Der Name sagt mir irgendwas, aber wird wahrscheinlich in einer anderen Region gewesen sein. Weil ich glaube, da in der Ecke waren wir hier noch nicht. Aber ich könnte mich jetzt auch täuschen. Nee, da waren wir hier noch nicht. Ach ja. Kann man hier nur so abbauen, ne? Nochmal so, aber sehr schön. Warum wollte ich jetzt den Baumstumpf unbedingt abbauen? Kann ich mir gar nicht gerade nicht erklären. Irgendwas hat gerade so im Kopf. Ah! Honig! Aber warum, weiß ich nicht. Aber hier, Polizeiauto. Das nehmen wir natürlich mit, ne? So, nochmal ein Schluck Kaffee. Kann sein, dass im Hintergrund vielleicht mal das eine oder andere Geräusch ist. Ich muss heute mit Tür offen zocken. Ich auf ein Paket warte. Das ist relativ, naja, dringend. Dringend ist anders, aber ich freue mich darauf, wenn es irgendwann hoffentlich auch heute ankommt. Deswegen kann es sein, dass vielleicht im Hintergrund mal das ein oder andere Geräusch da kommt. Und jetzt fängt man schon wieder an, meine Nase anzukribbeln. Ich habe es gehört. Ich habe es vernommen und da kriegt gleich schon wieder Gänsehaut, sobald ich diese Hunde höre. Ich wollte doch nur das hier haben. Mehr wollte ich doch gar nicht. So. Schon der nächste hier in die Ecke. Oh, den haben wir auch völlig wegrasiert. Aber so dermaßen wegrasiert. Ja, also wie gesagt, ich habe anscheinend irgendein Problem mit meinem Näschen, aber ich kann euch nicht verraten, was. Boah, habt ihr gerade gesehen, was ich gesehen habe? Schon ein bisschen eklig. So, wir müssen jetzt mal ganz kurz hier so ein bisschen die Augen aufhalten. Ja, waren hier. Boah. Waren hier nicht Schweine? Na,
die waren drinnen, ne? Und dann würde ich sagen, gehen wir gleich ganz kurz einmal rein und holen uns die Schweinskin. Machen wir, ne? Schnell auf die Schnelle. Schnell auf die Schnelle. Auf die Schnelle, wenn ne? Schweinchen holen. Hey, 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 hey. Auf den Fluren wird nicht gerannt. Ich habe dann wieder da gefunden. Chassis, UHD. Da war ich eben gerade nicht mal irgendwo eins. Ach ne, das war nur das eine. Ach, da wird sich aber der ganze Aufwand gar nicht hin fast. Na gut, Digga, komm her. Dann nehmen wir das ganz kurz einmal schnell mit. Und reset. So, einmal vorne das Brumm-Brumm. Dann Reifen, Motor, sehr schön. So, Befallene, ne? Das Gebiet der Befallenen beseitigen, Leute, ne? Das heißt, hier kann es auch gleich ein bisschen Rambazamba gehen. Ne, die reparieren bitte. Hab ich mich jetzt verjagt, Leute, mit der Drohne? Hab ich mich jetzt verjagt? Okay, das hat sich schon ein bisschen mehr gewonnen. Ne? Da ist der Schrauber gewesen. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Und da war der Schrauber. Den machen wir natürlich gleich schnell noch fertig. Da ist er. Und verändern. Zack, 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 zack. So, und der macht jetzt im Gegensatz zu dem Blockschaden 138, 148,9. Alter Verwalter. Zack. Und den packen wir natürlich dann weg. Geilomat. Geilomat, Alter. Jetzt noch ein Stummel wäre, ey. Und das rappelt hier im Karton. Tong, 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 tong. Geil ist das denn, ey. 1800. Ich keine Ahnung, wie viel Schaden wir machen. Über 300, ne? Ich denke mal, es müsste jetzt ja rein theoretisch über 350 sein, oder? So, nein. Da wollte ich reingucken, Kollege. Also richtig geil finde ich es jetzt gerade. Ich habe ihm gerade so gedacht, wir brauchen gar keinen Strom für den Akku, ne? Da wäre es irgendwie richtig geil, wenn man da vielleicht noch gucken würde, dass man den vielleicht laden muss. Das wäre doch mega, Alter. Schöne 6er Kettensäge, also der Loot hier geht echt heftig ab, ne? Der Loot ist hier aus den Zombies, ne? Ist ja echt übelst geil.
Scheiße. Und die habe ich leider ausgesehen. Du bist mir so richtig schön mit dem Schädel in den Dings gelaufen, ne? In den Schussbahn. Dich habe ich echt aus Versehen so richtig weggefratzt. Jetzt nehmen wir jetzt erstmal alles mit hier, ne? Hier nehmen wir jetzt erstmal soweit alles mit. Alles. Ich baue hier einfach mal ab und hier gucken wir mal, was dahinter liegt. Müll, einmal Müll. Okay, der hätte jetzt auch, wer weiß, was hinterliegen kann. Ne? Da gehen wir gleich zuletzt gucken. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Na, fertig. Ah, 2 von 4 haben wir gleich weggeholt, ne? Das war jetzt auch nicht so schlecht. Ja, alles noch Kleinigkeiten, ne? Das machen wir gleich weg. Unten müssen wir gleich noch ein Säckchen holen. Ja, wie gesagt, der Loot. Beim Zombie töten ist tatsächlich echt teilweise ein bisschen besser als wie das, was wir hier holen. Das habe ich gar nicht gesehen. Guck mal. Sportlich. Ich würde mir dabei so dermaßen die Haxen brechen. Okay, hätte jetzt sowas Geiles drin sein können. Da war aber nicht. Ne, beschweren wir uns aber auch nicht. So. Und zack. Ne, das einmal. Und dann ab zum Moped. Ab zum Händler. Ich weiß gar nicht, ob wir nicht jetzt langsam. Langsam müssten wir doch aber durch sein, ne? Gefühlt müsste man eigentlich schon durch sein. Da hinten. Gerade echt vergessen, woher ich gekommen bin, ne? Wow, kommt vorne. Also so heftig wie das Gebiet ist, ne? Aber der Loot ist echt mega nice, ey. Wow. Aber das stört mich auch ein bisschen. In diesem zerstörten Biom, ey, man noch nicht mal irgendwie irgendwo, wenn ich die gerade fahren kann, dass man da irgendwas immer mitnimmt. So, Kollege, was hast du ein schönes für uns? 3er Stahlsperre, ja, komm, nehmen wir mit. Schammel, dann nehmen wir Stahl. Stahl und das Ding, hast du irgendwelche Aufgaben für uns? Abholen, säubern. Ja, dann müssen wir halt jetzt eine normale machen. Darf ich dein Inventar sehen? Das Ding kannst du gleich haben. Das Ding kannst du von mir auch gleich haben. Umso weniger muss ich ein bisschen akzeptieren. Ne? So, da machen wir noch eine normale. Ne? Vielleicht ist das auch unsere letzte Dreier hier. Vielleicht haben wir das dann auch bald abgeschlossen. Zap, 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 zap. Hier vermisse ich echt nur diesen Lockknopf, ne, dass man hier oben seine erste Reihe irgendwie locken kann. Könnte man sagen, einfach, alles rüber. Einfach alles rüber. Mäuschen. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Schnecke, du kannst auch nicht mehr viel mehr trauen, ne? Bald müssen wir den Hubschrauber hier packen. Hätte ich eigentlich auch machen können, ne?
Sachen in den Heli packen. Ich habe gerade ein leicht feuchtes Bein bekommen. Der Hund hat gerade so richtig schön eine Schnute. Er hat sich an mir abgewischt, aber doch an mir abgewischt, aber zwar nicht absichtlich oder leider voll absichtlich, weiß ich nicht genau. Ich habe gerade ein nasses Bein. Parking, no way. Und hier muss eine Seite stehen, ein grünes. No, no. Yeah. Zeitungsstände habe ich gar nicht gesehen. Ich meine, wir brauchen keine Zeitungen mehr. Apropos, wir brauchen keine Zeitungen mehr. Wir haben 15 Punkte. Nee. Hier sind wir komplett durch, ne? Schädelbrecher, ansonsten sind wir hier komplett durch. Ich wüsste, die mich sonst irgendwas mal lernen sollen. Durch. Raufbold. Hier sind wir komplett durch. Hier sind wir komplett durch. Dann bleibt jetzt auch noch das hier, ne? So, dann haben wir jetzt noch diese beiden Sachen hier und dann sind wir überall komplett durch. Ich weiß, Kneipenschlägerei fehlt uns noch ein paar Bücher. Ansonsten Tagebuch des Jägers fehlt uns noch was. Hier fehlt uns noch was. Nachtpirscher. Sperrjäger. Okay, na doch, ein paar Bücher fehlen uns noch. Gucken wir mal. Aber ansonsten sind wir fast überall komplett durch, ne? So, eine normale Quest, Gebiet säubern, ne? Gucken wir natürlich rein, hier gucken wir auch rein. Das nehmen wir natürlich mit. Ich glaube, das kommt auch von unten, ne? Was kommst du denn hier? So schnell hier raufgekommen, Kollege. Was haben wir Hackengas gemacht, ey? So. Nee, 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 nee. Sonst auch wieder ohne Fahrkarte. Oh. Hey, hopp! Folgt werden immer, das gibt mir aber auch sein, ja. Mag ich ja irgendwie ganz so gar nicht. Ja, etwas knapp unter 350 Schaden. Ne? Aber das war's dann auch schon, ne? Aber ich habe jetzt den Eingang noch nicht gefunden. Das Licht da rein? Ja, geil. Ich habe so ein ungutes Gefühl. Das fühlt sich gerade irgendwie verdammt komisch an. Ich habe ehrlich gesagt, ich glaube irgendwie keine Traut, hier runter zu gehen. Ne? Aber gut, komm. Papier looten wir natürlich. Nochmal 3 Fertigkeitenpunkte. Nochmal ein Bierchen für später. Palette. Die ist verschlossen.
Da waren die Finger wieder schneller. Ja, hier ist aber auch die Blitze, ne? Ich weiß jetzt nicht, von wo ihr kommt, Leute. Von da unten. So, okay, Moment, stopp. Jetzt müssen wir ganz kurz einmal hier Orientierung machen. Also wir wissen, hier scheint irgendwie das Hauptblut zu sein. Und wir kommen da aber nicht ran. Ja, das weiß ich, Mäuschen. Aber ich muss offen und ehrlich gestehen, Schnecke, ich weiß gerade noch nicht, wo lang. So, okay, die Tür ist auf. Die Tür ist auch auf. Die Tür ist verschlossen. Dann gehen wir doch mal hier lang. So, Kaffee für unterwegs, da sagen wir nicht nein. Das da oben hätte ich jetzt beinahe übersehen, da hat es laut gescheppert. Siehst du, an den Dingen habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Mülleimer. Nichts zu sehen sonst. Und Riegel, Klamottenhaufen. Bald hier finden wir zumindest hier in der Base. Das Ding ist verschlossen. Gehen hier noch in den Mülleimer rein. Da ist noch eine Handtasche. Müll. Verschlossen. Kann man ja hier eigentlich mal hochgehen. Ne? Die Tür ist entriegelt. Die Tür ist schon wieder verschlossen. Und die Tür ist auch verschlossen. Na gut, dann gehen wir halt hier lang. Ne? So. Guck, guck. Und du nicht, Kollege. Okay, der Bull ist down. Obwohl ich echt das Gefühl hatte, dass ich ihn echt beschissen getroffen habe. Na gut, aber lieber einmal zu viel nachladen als zu wenig. Batz, Kollege. Ratz, Fatz, Stute weg. Ja, komm. Wir gehen dir mal dazu ein bisschen entgegen. Bullet. Sorry. Aber der Hund hat gerade mit seiner Schnute an meinen Beinen gekitzelt. Der liegt vor meinen Beinen, ne? Also. Ich sitze hier halt in kurzer Hose, dann kitzelt das halt auch ein bisschen böse. Wo bist du denn jetzt hergekommen, Kollege? Vor allen Dingen, wie bist du so schnell hierher gekommen? Kannst du mir das mal erklären? Draußen wird schon wieder gerade richtig eklig rumgeschmatzt. Großvater, Ressourcen, das brauchen wir nicht. Da habe ich jetzt nicht wirklich Interesse dran. Gibt's eigentlich auch genug zum Abbauen, ne? Felstrümmler, Mäuschen, her damit. Taler. Hackers brauchen wir jetzt nicht, vergesse ich eh immer zu nehmen. So, einmal das und das und so raus. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Das machen wir weg. Und die kriege ich auch eh noch ein paar Piseten. Das hebe ich auf. Von der Militärkleidung kann ich mich immer nicht trennen. Ist aber auch nicht schlimm. Jeder hat so sein kleines Laster, ne? Ja, komm, komm, komm uns nach. Dann gibt es halt welche in die Schnute. Das behalten wir auch erstmal auf. Das finde ich in Ordnung. Warte mal eben ganz kurz. Achso.
Ah, haben wir schon drin, oder? Ja gut, ich finde gerade Fittengard hier noch eine Mod, die da mit reingeht. Sah gar nicht so groß aus, das Ding hier, ne? Da muss ich jetzt mal auch offen und ehrlich sein. Ich habe echt gedacht, dass das so ein kleines Scheißding hier ist. Vor allen Dingen, als wir da eben gerade schon den Hauptgut gesehen haben, habe ich gedacht, was ist jetzt los? Lämmle. Lämmle. Papier. Ein Halstuch. So viel Plastik noch. Ankommende Feinde, bereite dich. Ja, aber was soll ich von draußen? Ich will nicht immer Konflikte haben. Ist doch auch Assi. Verschlossen. Hä? Ah! Ist ja mal heiß, Leute. Was war das? Oh. Ja. Mit sowas hätte ich jetzt auch sowas von dermaßen gerechnet. Oh nein, kein Bär, ey, Leute. Machen wir die Tür wieder zu, ich muss hier mal rein. Und einen Schluck Kaffee drin. Nein! Ich bin Kaffee haben. Also, ich muss sagen, von den Tieren habe ich gerade mehr Angst als wie. Ja, sehr schön, hat sich gelohnt. Ich habe so ein Unfall. Da kommt auch gleich noch was mit einem guten Gefühl, manche. Keine Sorge, wir werden gleich Besuch bekommen. Tür kann ich nicht zumachen. Kaffee, erste Hilfe. Da ist noch Alter, inklusive Bär, ne? Ist wahrscheinlich. Tür habe ich jetzt absichtlich zu machen, ne? Falls jetzt irgendwie was von hinten kommt, damit ich hier nur so ein bisschen Zeit habe, um zu reagieren, ne? Weil ich habe das irgendwie Gefühl, wenn die da durch sind, dann wird das gleich nicht mehr lustig werden, ne? Was hier noch gegangen war. Nicht laufen. So, wir sind wieder fertig, ne? Ist die Form gar nicht immer. Oh, wieder. Also Pfeile kriegen wir hier auch in Hülle und Fülle, ne? Das kann weg. Das kann man voll sauber aufnehmen. Da weiß ich nämlich nicht so genau, ob wir nicht nochmal in unserer neuen Behausung da irgendwann nochmal mit ihm rumhantieren werden. Mit ein bisschen Strom und so weiter. Jankos sagt mir, genau. Guck da mal hinter, sagt er es mir. So,
Zack, aufmachen, aufmachen, aufmachen. Okay, ich habe gerade ein bisschen Panik gekriegt, Mosche. Als du das gesagt hast. Okay, das können wir. Das können wir. Da brauchen wir nicht ran. Besuchen wir. Ach. Okay, der Look war jetzt nicht so toll, ne? Gucken, was da drin ist, aber ich denke mal, so toll wird das jetzt nicht sein. Oh, oh Leute, habt ihr das gehört? Da ist das erste Ding weggeplatzt. Aber ich bin ja jetzt auch neugierig, ne? Ich will jetzt wissen, was da alles kommen wollte. Hä? Also hier scheint auf jeden Fall eine Wanderhorde zu sein. Da ist der Klopfermacher. Gut, okay. Und auf Spike. Und brauchst du nicht müssen. Alles gut. Einfach, was ich hier zerlegen kann. Weil dann würde ich gerne erstens das mitnehmen. Ich habe dich gehört. Hopfen weg. Komm. Nehmen wir die Stahlteile noch mit. Machen wir mehr von. So, dalle, so, dalle, komm, dalle. Okay. Oh, Alter, hier muss man sich auch eine Karre Mist zusammenfahren, ey. Und schon super zu weit gefahren und Power ausleiten. Also Motorrad fahren kann er nicht wirklich, ne? Wir brauchen gerade ein bisschen Pflanzen hier machen. Einmal zack, die schwupp die Mutti, zack. Hallo, Tür zu. So, gucken wir mal, was das denn mit den Dreierquests. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Und was hast du denn schönes für uns? Wir nehmen dies und kommen ja dann in der Stahl noch mit. Zack. Jawohl! Durch. Generatorbank. Dann würde ich sagen, nehmen wir das und. Das? Ja, ne? Irgendwelche besonderen Aufgaben. 1,1 Kilometer. Ja, ist okay. Kriegen wir hin. Das. Oh! Nochmal in eine ganz andere Richtung. Okay. Damit hätte ich jetzt weniger gerechnet, ne? Aber. Ich würde sagen, das gucken wir uns morgen an, ne? Aber wir gucken uns jetzt ganz kurz noch einmal. Wir haben ja hier oben ein bisschen Platz. Das angucken, Generator, drei Zeitschriften, ein bisschen Strom, dann können wir uns das mal angucken. Okay, die Mod ist geil. Und Vollautomatik Mod. Okay. Haben wir. Da haben wir es drin, da haben wir drin, da haben wir drin, da haben wir drin. Aber, meine Herrschaften. Die packen wir uns mal jetzt ganz kurz so in den Heli rein. Machen wir mal jetzt kurz so, dann packen wir das dann in den Rad. Das kann ja alles hier bleiben, ne? Aber das nehmen wir mal ganz just mit. Warte mal noch verändern, ich will mal gucken. Okay, die haben wir schon drin.
Ich dachte gerade, dass wir die da vielleicht mit reinkriegen, aber anscheinend nicht. So, okay, Heli ist drin, ne? Wir können ja mal kurz gucken. Wir haben die Mod da drin, die Mod ist da drin. Warte mal, vielleicht können wir die. Die Mod da einfach noch mit reinpacken. Jo, passt. Sehr schön. So, das. Einfach nochmal den Ruf drücken. Ja. Das bleibt einfach alles hier. Ich verabschiede mich, ich mache das fertig und wir sehen uns morgen bei dem neuen Händler. Ich wünsche euch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Je nachdem, wann ihr die Folge anschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ciao, ciao, euer Strike.